Wir wollen uns mal anschauen, was ist der Stand der Antennensimulation, was kann ich selber machen, wie kann ich es machen und wie sehen die Ergebnisse aus. Ich habe hier mal ein bisschen, das war ein bisschen zusammengeschrieben, da steht NEC, steht für Numerical Electrical Code, stammt vom Lawrence Livermore Labor, ist relativ alt schon, aus den 80er Jahren, war damals noch in Fortran geschrieben und da hat sich allerdings gar nicht so viel geändert, sondern der Kernel, also das eigentliche Rechenprogramm, das steht sozusagen zur Verfügung, das kann man sich aus dem Internet holen und jetzt haben viele Leute Sachen drumherum gebaut zum leichten Bedienen. Sehr bekannt ist ja EZNEC, EasyNEC vom Roy Levallen in Amerika, das kostet allerdings Geld. Während das 4NEC 2, meine ich, ist wesentlich leistungsfähiger, mit dem wir uns heute befassen wollen. Das ist kostenlos, hat ein Holländer verfasst, der Ari Voorst, dem kann man nur danken. Und was ich hier euch jetzt vorführe, ist nur so ein kleiner Ausschnitt. Es ist wahnsinnig, was das Ding kann. Wie funktioniert es? Als erstes mal ein bisschen was zur Einführung. Hier steht es, ähnlich wie bei allen Simulationen, nimmt man das Messer, schneidet das alles klein. Das heißt, man zerlegt es in kleine Drahtstücke, die einzeln untersucht werden. Gibt die Randbedingungen gibt man ein, also was geht rein in das Drahtstück, was kommt hinten raus. Man nimmt eine lineare Verteilung vom Strom über dem Stück an und zum Schluss wird alles aufsummiert, präzise aufintegriert. Das ist ganz erstaunlich, was das kann, was das leistet, sofern man sich an bestimmte Spielregeln hält. Und die wollen wir uns natürlich nachher angucken. Die Schwächen von NEC 2, das ist diese kostenlose Version, die man im Internet sich runterladen kann, waren falsche Berechnung von Strukturen bei Drähten, die sich in engem Abstand kreuzen, die Einbeziehung von Drähten, die im Boden verbuddelt sind, unter der Oberfläche, das ist beseitigt. Nur, das Programm heißt jetzt NEC 4 und hier steht es, war lang für den Export gesperrt, man kann es jetzt kaufen, aber 500 Dollar kostet es immer noch und da weiß ich auch nicht, wie ich das vor meiner Frau verstecken müsste, so eine Rechnung mit 500 Euro fürs Hobby. Also gut. Hier steht es nochmal, NEC 2 selbst, auch das 4NEC 2 kann man sich runterladen. Mit dem NEC 2 allein kann man nichts anfangen, sondern man braucht jetzt diese Programme, ob es jetzt EZNEC ist oder NEC 2, die die nötige Bedieneroberfläche dabei haben. Und da ist das 4NEC 2 haushoch überlegen. Schauen wir uns mal zusammen an, wie funktioniert das NEC 2. Das heißt, wie muss man damit umgehen, damit es überhaupt funktioniert, damit überhaupt was Brauchbares herauskommt. Und da ist recht interessant, das kann man recht einfach definieren, es kommt immer auf das Verhältnis vom Drahtdurchmesser zu der Länge des Stückes Drahtes an, das man also hier jetzt festgelegt hat, also auf mathematisch gesprochen, auf das Verhältnis vom Drahtradius zur sogenannten Segmentlänge. Und hier steht es, bei einem Verhältnis größer als 8, also Segmentlänge zu Drahtradius, ist der Kehrwert, da braucht man überhaupt nichts machen, da funktioniert das alles blendend. Für Verhältnisse zwischen 2 und 8 muss man ein Zusatzprogramm einbeziehen, das ist dabei. Das ruft man einfach auf da drin, das bindet man ein in das File. Das heißt Extended Thin Wire Kernel. Da ist es der Unterschied relativ einfach. Wenn man nichts macht, sondern bloß simuliert, dann wird der Strom als Faden angenommen, der genau in der Mitte vom Draht läuft. Beim Extended Kernel nimmt man eine gleichmäßige Verteilung des Stromes um den Umfang des Drahtes an. Also schon etwas, was der Wirklichkeit viel näher kommt. Man sieht ja auch hier bis zum Verhältnis 2, zwischen 2 und 8 funktioniert es dann. Und wenn ihr unter 2 seid, zwischen Segmentlänge zu Radius, dann geht es nur noch gut bis zu 0,5. Das heißt, Segment nur die Hälfte vom Drahtradius, da steigen die Fehler, die Abweichungen brutal an.
So, dann gab es in der Zwischenzeit eine wichtige Information für die Leute, die damit arbeiten. Es war ja so, dass das Ding rechnete mit diesem früheren Fortran-Kernel, der übersetzt wurde in Maschinenbefehle, und mit dem arbeitet man. Und ein griechischer Freund hat sich da dran gemacht und hat das angepasst an unsere modernen Rechner und Laptops mit Multiprozessorbetrieb. Dass also nicht der Reihe nach gerechnet wird, und es sind sehr viele Rechnungen, es sind ja komplexe Integrale zu lösen, sondern jetzt wird auch mal parallel auf die Cores verteilt und es geht dann deutlich schneller. Früher musste man das nachladen, als ich jetzt zuletzt runtergeladen habe, wieder mal die neueste Version, habe festgestellt, in der Zwischenzeit ist das im Paket drin. Darf man aber nicht vergessen, und man muss nachgucken, dass es auch drin ist. MP ist der Zusatz für Multiprocessing. So, wie geht man mit solchen NEC-Simulationen um? Der Kern ist immer der sogenannte NEC-File. Eine Datei, die kann man sich mit dem Notepad schreiben, wir werden gleich darauf zurückkommen. Aber für den normalen Betrieb, für 95-98% der Anwendungen, die wir so als normale Menschen machen, sind es diese Elemente, die ich hier aufgelistet habe. Das geht los mit einem Kommentar. Man muss wissen, das Hochkomma nimmt man, wenn man jetzt selber noch was dazufügen will. CE heißt dann Comment End, also das stammt alles noch aus dieser Zeit mit den Lochkarten. Dann kommt die Symboldefinition, das ist die Deklaration von Variablen und Größen und festen Werten und lauter so Zeug. Und blau habe ich euch jetzt hier markiert, den eigentlichen Antennenentwurf. Das ist alles da drin. Geometry of Wire, da definiert man diese Drähte, aus denen man die Antenne zusammensetzt dann und aufbaut. Und dann kommt lediglich noch hier GM, das heißt Geometry Move. Damit können wir kopieren, drehen, vertauschen und lauter so Zeug. Damit kann man sich also die verrücktesten Strukturen zusammenbasteln mit relativ einfachen Kommandos. Also ich kann nur sagen, wenn man es mal ein bisschen drauf hat, ist es wirklich etwas Faszinierendes. Dann natürlich Kommando GE, also Ende der Geometrie, ein Kommando Load. Da kann man also irgendwelche Bauteilkombinationen noch dranhängen an den Eingang zum Kompensieren und so weiter und so weiter oder an bestimmte Segmente, ist für die Funkamateure ja wichtig, wenn man da irgendwo so Multibandantennen hat, dass man da bestimmte Sachen noch reinbaut, Sperrkreise und sowas, geht alles mit dem Load-Befehl. Dann kommt die Frequenz, Startfrequenz, Stoppfrequenz, also wir gucken es uns nachher an. Und hier ist dieser Zusatz, von dem ich gesprochen habe, der EK, der Extended Kernel, mit dem wir also bei kleiner werdenden Strukturen oder bei höheren Frequenzen dann immer noch auf die nötige Genauigkeit kommen, bei dünnen Drähten. X ist die Excitation. Wir müssen jetzt einfach an die Antenne eine Spannung anlegen, wir müssen Leistung zuführen. Das passiert in dieser Karte. Bitte beachten, es wird hier noch von Karten gesprochen. In der Karte X, und das stammt natürlich aus der Lochkartenzeit, mit dem in den 80er Jahren noch die Großrechner liefen, ja, wo man noch gespeichert hat, Anfang der 80er Jahre. So, und dann End, und dann hat sie's. Also wenn man das sich einfach mal ein bisschen anguckt, ihr dürft also das gern im Tagungsband angucken, und ich mache auch wieder einen Artikel in den UKW-Betrichten draus, dann wollen wir uns das gleich in der Praxis anschauen. Wir wollen etwas nehmen, was jeder kennt, einen ganz schlichten Lambda-Halbe-Dipol. Wie sieht da jetzt dieses NEC-File aus? Und spätestens nach dem vierten, fünften Mal schreibt man das selber, ohne dass einer einem jetzt die Hand führt. Es geht los mit den Kommentaren. Comment, End, Kommentar, Ende. Ich habe jetzt Symbole hier drin, also Variablen, ich habe die Frequenz. Der Dipolarm hat Lambda Viertel und ich habe hier noch den Drahtradius.
Bitte beachten, alles muss in Metern rein. Also nicht Zoll, nicht Millimeter, geht alles nichts. Alles in Metern. Und deswegen, Durchmesser 2 Millimeter heißt hier, ich muss den Radius als 0.002/2 eingeben, also die Hälfte von 2 Millimetern. Das sind so die Spielregeln, an denen man sich halten muss. Aber wenn man die mal drauf hat, ist das leicht. So, und jetzt kommt die ganze Antenne. Bitte guck mal her. Da sagen wir GW, Geometry of Wire, also Geometrie des Drahtes. Das ist die sogenannte Tag-Nummer, also die Nummerierung, um welches Objekt es sich handelt. Hier ist 1. Dann sagen wir, in wie viele Segmente das Ding aufgeteilt werden soll. Wir haben ja gesagt, wir schneiden es in Stücke. Ich habe 9 Segmente genommen. Dann kommt hier, kommen hier die Koordinaten der ersten Hälfte des linken Dipolarms und hier kommen die Koordinaten des rechten Dipolarms und ganz am Ende kommt der Drahtradius. Das ist die ganze Lambda-Halbe-Antenne. Mehr ist nicht nötig. Also bitte nochmal gucken. Tag-Nummer, also Nummerierung, 9 Segmente, X, Y, Z-Koordinaten vom ersten Draht, X, Y, Z-Koordinaten vom zweiten Draht, das sind also die zwei Arme des Dipols. Und schon sind wir fertig, schon kommt hier Geometrie Ende. Ähnlich ist es bei der Eingabe der Frequenz. Da geht es los mit 0, das heißt einen linearen Sweep. Log können wir eben auch machen. Dann Zahl der Schritte. Hier nehmen wir nur eine Frequenz. Wir untersuchen es bei einer einzigen Frequenz. Dann die zwei bleiben leer, das stammt von der Lochkarte nur. Dann kommt die Startfrequenz. Normalerweise käme jetzt die Schrittbreite, wenn gesweept wird, in welchem Abstand es weiter hoppeln soll. Und dann hat sie schon. Dann kommt noch der Extended Kernel und dann die Erregung, die Excitation. Das geht also genauso wieder los. Bei 0 wird eingegeben, was nehmen wir für eine Speisung, was haben wir für eine Quelle. Strom, Spannung, konstante Leistung oder irgendwas, durchnummeriert. Und hier steht es ja schon, die Spannungsquelle hat 0, die Stromquelle hätte Nummer 6. Dann müssen wir sagen, wo wir es anlegen. Und zwar in der Mitte, es sind ja 9 Segmente der ganze Draht, und genau in der Mitte, das ist das Segment 5, da gehen wir rein. Dann kommt leerer Platz auf der Karte. Und jetzt müssen wir sagen, wie sieht die Spannung aus? Wenn wir eine reelle Spannung nehmen, hier ist 1 Volt, dann müssen wir dann den Imaginärteilanteil zu 0 setzen. Und dann kommt schon das Ende. Ich habe diese Antenne mitgebracht. Ich will sie aber am Ende wieder, gell? Hier, so sieht die dann aus. Nachher sieht ganz lustig aus. So, wenn wir dieses File fertiggestellt haben, dann brauchen wir nur noch das Ding zu speichern. Wir müssen wissen, wo wir es abgelegt haben. Und wir starten das Programm, das 4NEC2. So, und dann geht's los. Hier unter File übliche Taste für die Dateien, dass man das richtige File holt. Und da ist ein Taschenrechner-Symbol. Und das ist die Rechnertaste, die Execute-Taste. Wobei wir jetzt wählen können zwischen Farfield-Berechnung, Frequenz-Sweep und Nahfeld-Berechnung. Also die drei Optionen haben wir. Und ich habe hier jetzt einmal das Farfield aktiviert. Dann sagt man hier also Schrittweite 5 Grad und so weiter. Kann man sich dann angucken. Und wie immer bei allen Simulationsprogrammen, bitte beachten, sind Berechnung und Ergebnisausgabe zwei getrennte Stiefel. Es kommt niemals, wenn wir Generate anklicken, sofort das Ergebnis. Das geht nicht. So sind alle Simulationsprogramme organisiert. Der Rechner, der Rechenkernel läuft ab und sagt, hier hast du deine Datei mit allen Ergebnissen. Mach du selber was draus. Und jetzt kommt also dann die Auswertung. Und ich drücke immer auf die Taste F9. Da gibt es nämlich ein wunderschönes, räumliches Bildchen. Guckt euch das mal an hier. So sieht es aus.
das ist die Taste F9, dann muss man natürlich sich hier durchhangeln, durch die Menüs, steht hier drin, und da sieht man hier jetzt den Dipol und sieht hier sehr schön das Strahlungsdiagramm des Dipols. Ich habe hier noch eingerahmt, dieses ARLL, da steckt nämlich was dahinter. Ich musste allerdings fairerweise auch sagen, ich musste in dem dicken Wälzer von ARLL Handbuch nachlesen, was ist das überhaupt? Warum haben die da zwei Möglichkeiten zur Ausgabe des räumlichen oder des Strahlungsdiagramms? Und dann zeigte sich, dass hier beim ARRL-Plot ein ganz anderer Logarithmus benutzt wird. Ein Logarithmus mit einer viel kleineren Basis, mit dem Ergebnis, dass die Werte von den plus 2,5 dB, das ist hier der Maximalgewinn vom Dipol, bis hier runter, bevor es also blau und zappenduster wird, dass die da stark gedehnt sind. Das heißt, man sieht sehr genau die Details ums Maximum rum. In dem Moment, wo man nämlich den nächsten Wert anguckt, da schnappt es von minus 4,7 dB da unten auf minus 20 dB. Das heißt, die schwachen Teile werden da ganz, die werden unterschlagen, nicht gerade unterschlagen, aber die sieht man gar nicht. Wer das nicht will, schaltet ARLL aus und dann kriegt man eine völlig normale DBI-Teilung, völlig linear von plus 2,15 bis minus 20. Allerdings sieht man natürlich dann die Verhältnisse beim Maximum nicht mehr so schön. Muss man selber entscheiden, was für ein Geschick da ist. So, jetzt interessiert man sich ja bei so einem Vehikel nicht nur über Strahlungsdiagramm, sondern auch über die Eingangsimpedanz. Dazu muss man die Simulation wiederholen. Das heißt, wir müssen wieder auf die Taste drücken, im Taschenrechner, und müssen jetzt Frequency Sweep wählen. Da muss man dann, das lässt man so stehen, man muss halt die Auflösung eingeben, aber was ganz wichtig ist, ist dann natürlich Start, Stopp und Schrittweite. Also von 2300 bis 2500 MHz in 5 MHz Schritten wird hier gerechnet. Da kommt es jetzt auf den Rechner an, wie lange man warten muss. Beim Dipol nicht, aber bei größeren Antennen, da kann man fast Kaffee trinken, bis der fertig ist. So, und so spuckt einem das Programm das Ergebnis aus. Da kann man jetzt umschalten auf Impedanzdarstellung, alles Mögliche ist da oben, SWR und Gain und so weiter. Und wenn hier 2375 sind, sieht man sehr schön, hier ist der Realteil, das ist das Blaue, und hier ist der Imaginärteil. Und hier, wenn man die Skala anguckt, das sind hier bei 2375 100 Ohm Blindanteil. Das heißt, die Antenne ist weit aus der Resonanz. Die ist nicht auf Resonanz. Obwohl wir im NEC-File geschrieben haben, nehme Lambda Viertel für jeden Arm. Dazu muss man wissen, in dem Moment, wo man halt einen Draht hat, da ist es wie bei Microstrip-Leitungen, die haben eine Open-End-Extension, das heißt, das Feld geht am Ende drüber raus. Und warum soll es beim Draht anders sein? Das heißt, das offene Ende verlängert die Antennenlänge, wir müssen die Antenne verkürzen. Das weiß jeder, der mit Antennen umgeht, dass man also die Antennen verkürzen muss. So. Das macht man dann so, dass man hier einen Verkürzungsfaktor einfügt. Hier, ich habe geschrieben, x ist 0,907 und schreibe dann einfach linker Dipolarm mal x und dann rechter Dipolarm mal x. Wer sich wundert, warum wir das so umständlich machen mit den Variablen, meine Damen, meine Herren, da steckt was ganz Simples dahinter. In dem Moment, wo wir ein bisschen rumvariieren oder das womöglich für eine andere Frequenz anwenden wollen, was wir da ausgepuzzelt haben, da ginge das Spiel von vorne los, dass man mühsam die ganzen Koordinaten alles bestimmt. Und wenn wir aus dieser 2,3 GHz Antenne jetzt eine machen wollen für 1,3 GHz, ändern wir nur oben bei den Variablen den Eintrag Frequenz gleich statt 2,375 1296 oder sowas und so weiter. So.
Ich habe hier noch kurz was eingefügt. Ich muss aufpassen, dass wir nicht über die Zeit kommen. Was eingefügt. Außer dem NEC-Editor, außer diesem Editor, das ist der ganz simple, schlichte Windows Notepad-Editor, gibt es noch drei weitere. Es gibt die zweite Möglichkeit, das ist der NEC-Editor. Sieht aus fast wie Notepad, aber das ganze Zeug wird nochmal in Tabellenform mit so Kartenreitern präsentiert. Und da kann man dann schneller sich die Details rausfischen. Also die extremste Tabellenform ist der NEC 4, ist der Editor NEC 4, der heißt NEC Editor New. Da kommt man sich vor wie bei Excel, also wie ein Excel-Blatt. Und die dritte Möglichkeit, auf die bin ich auch erst gekommen durch einen Tipp vom Freund, der hat gesagt, nimm doch das mal. Da erscheint eine räumliche Darstellung unserer Antenne. Und da drin sind dann eingetragen die Tag-Nummern. Das heißt, wenn wir nur einen Draht haben, steht an dem 1 und da wird dann gleich eingeblendet die ganzen Eigenschaften von dem Tag. Wer will, kann sich das genau angucken. So, und wir wollen zur Praxis gehen. Ich habe dann mal Folgendes gemacht. Eine Übertragungsstrecke simuliert. Das heißt, eine solche Antenne genommen als Sender, eine als Empfänger. Und das Ganze wird wieder als komplettes System betrachtet. Das heißt, wir nehmen das gleiche File und was jetzt neu dazugekommen ist, sehen wir jetzt in Rot. Hier kommt die zweite Antenne, die habe ich jetzt einfach mit Tag 10 bezeichnet, weil nämlich der Vogel hier 9 Segmente hatte. Ja, also geht man dann mit 10 weiter und so weiter. Und das hier ist ein Kopierbefehl, glaube ich, ja. Das ist ein Kopierbefehl. Man muss also die zweite Antenne gar nicht malen, sondern man sagt, kopiere mir dieses Vehikel. Zähle weiter die Nummerierung als Tag 10, erzeuge eine Kopie. Das hier sind die Drehungen der Kopie in Grad. Das heißt, man kann eingeben, drehe dich um 90 Grad in die und in X und Y um 50 Grad und so weiter. Ich habe nichts gedreht, ich habe lediglich gesagt, verschiebe die Antenne in X-Richtung um 2 Meter. Das heißt, parallel zu unserem Dipol ist jetzt einfach ein zweiter Dipol angeordnet. Dann müssen wir natürlich sagen, wir wollen ja messen. Wir müssen dem zweiten Dipol sagen, hör mal, du bist die Empfangsantenne und ich will jetzt die Leistung in dir messen. Also bauen wir in die Antenne, in die zweite Antenne, in die Mitte einen 50-Ohm-Widerstand ein. Und das geht so, Loadcard, Bauteile, RLC heißt 0, eingefügt wird in Wire 11, 10 hatten wir vorher, plus den einen dazu, das gibt also Nummer 11. Zwischen Segment 5 Anfang und Segment 5 Ende, deswegen stehen hier zwei Fünfer, da soll der Lastwiderstand rein. Das heißt, in der Mitte von der Antenne, zwischen Anfang und Ende dieses Segmentes hängen 50 Ohm und dann müssen wir natürlich noch den Lastwiderstand angeben. Dann sollte man sich das Leben leicht machen und die Input-Power erhöhen. Tut einem ja nicht weh, gibt man also mal 1 Megawatt ein, gell? Damit man auch in 2 Meter Entfernung noch was hört. So, bitte guckt euch das jetzt mal an. So zeigt sich das Bild, wenn wir die Taste F9 drücken. Hier ist unser Koordinatensystem, da hockt unsere vorige Sendeantenne und hier sitzt jetzt diese Empfangsantenne und die Last ist durch so einen komischen blauen Würfel gekennzeichnet. Also, jetzt haben wir unser System. Und jetzt simuliert man. Und zwar, man muss jetzt natürlich genau das Segment rauskriegen. Und das ist ein bisschen blöd, muss man sagen, hat der Ari Force nicht so optimal gelöst. Man muss jetzt nämlich genau in der Nummerierung der Segmente gucken, die werden nämlich der Reihe nach aufgelistet. Ja, die erste Antenne hat 9 Segmente, die zweite auch. Und irgendwo muss das Ding sein, ich habe es aufgeschrieben. Ich habe also mal hier dann gesagt, geh in 2 Meter Entfernung. So. Und zeig mir dann
den Strom bzw. die Leistung in den 50 Ohm Widerstand. Und dann habe ich die Simulation einfach wiederholt für 2 Meter, 4 Meter, 8 Meter und 16 Meter, also immer Faktor 2. Da sollte theoretisch die Spannung im Fernfeld auf die Hälfte sinken, das geht ja mit 1 durch R bei den Antennen, und die Leistung auf ein Viertel. Gucken wir uns mal an. Hier haben wir 0,78 Ohm reell und die Leistung, die Wirkleistung 65 Watt. Bei 4 Meter sinkt es auf 16 Watt. Also das passt mit dem Faktor 4. Und 16 durch 4 gibt bei 8 Meter 4 Watt und 4 durch 4 gibt bei 16 Meter Abstand 1 Watt. Also genau, das geht also dann quadratisch runter. Also das war jetzt mal Fernfeldsimulation. Dann sollte man gucken, macht das Ding, das Vehikel auch das mit der Polarisation richtig? Wir haben ja die Antennen gleich aufeinander ausgerichtet. Also jetzt drehen wir mal die ein und stellen sie senkrecht und der Sender sendet waagrecht. Was sagt 4NEC2 dazu? Also gucken wir mal. Was habe ich hier hingeschrieben? Also ich habe den Wert nicht mal mehr eingetragen, aber selbst bei 2 Megawatt Senderleistung war es unter 1 Milliampere, was da noch ankam. Was keiner wusste, ich habe jetzt Antennenleute gefragt, habe gesagt, erklärt mir mal, warum, ist, dass das Anordnen der zweiten Antenne, was ganz Lustiges gibt, das Ding, das Richtdiagramm der Sendeantenne kriegt eine Kräuselhaut. Sieht man sehr schön, das ist richtig gekräuselt, nicht mehr glatt. Entweder ist so, dass die Empfangsantenne noch was abstrahlt, gut, sie ist aber abgeschlossen mit 50 Ohm. Bitte? Typisch für eine Antenne im Prinzip die Rückstrahlung, ja, die empfängt, ja, ja, die Leistung an der Antenne. Und das gibt diese Buckel, das gibt diese Runzeln. Aber es ist doch schön, dass man das in der Simulation mal so schön sich zeigen kann und sagen kann, da wollen wir doch mal wissen, was los ist. So, dann habe ich gebaut eine Big Watt Antenne, das heißt 2. Die lasse ich mal auch hier umlaufen. Eine mit Ohren und eine ohne Ohren. Sie kriegen wieder beide. So. Hier oben sehen wir jetzt diese Biquad-Antenne vor der unendlich gut leitenden Reflektorfläche, wobei man jetzt Anführungszeichen setzen muss, unendlich gut geht mit NEC schlecht. Also da nimmt man ein Maschengitter mit möglichst kleiner Maschenweite, klein gegen die Wellenlänge, und guckt sich an, was sagt das Ding dann. Und hier stellt man plötzlich fest, mit dem Reflektor, der helle Wahn, die hier oben der maximale Gewinn steigt auf 11,5 dBi gegenüber dem Dipol. Da grübelt man erstmal und dann, weil man selber nicht weiter weiß, fragt man einen Experten, der sagt, das ist doch einfach sozusagen, das weiß man doch, gell? Was weiß man jetzt? Da sagt er, guck her, der abgewinkelte Draht ist ein Dipol, der zweite abgewinkelte Draht ist der zweite Dipol und in der Mitte das VSO und das VSO ist der dritte Dipol, auch wenn er auseinandergezogen ist. Wir haben 3 Dipole parallel, die in die gleiche Richtung strahlen, von unten noch ein Reflektor, gibt diesen hohen Gewinn. Aha, kann man da bloß sagen, jetzt bin ich gescheiter, gell? Mehr kann man ja nicht sagen. Wie sieht es jetzt aus mit den Ergebnissen, wenn man das Ding optimiert hat? Da haben wir hier die 2378 MHz statt 75. Hier ist der Imaginärteil 0. Hier bitte genau hingucken, wenn man den richtigen Abstand wählt zwischen Reflektor und Biquad, und der ist Lambda Achtel, der ist ein Achtel der Wellenlänge, ja, dann bekommt man hier tatsächlich 51 Ohm. Also schöner geht es nicht mehr. Gell? So. Hier in dem Unterdiagramm, das erscheint gleichzeitig auf dem NEC-Bildschirm, haben wir hier die Phasenanzeige und sogar den Gesamtwiderstand noch. Und hier ist die Phase 0. So, jetzt interessiert es einen. Simuliert man nur Schwachsinn? Ja, sieht es nur auf dem Papier, auf dem Rechner so schön aus? Was sagt die echte Antenne dazu? Und hier sind die Messergebnisse. Hier geht es los mit 2300, hier kommt die berühmte Schleife, die die Antennen machen, und hier in der Nähe des Nullpunkts liegen wir bei 2375,
Also da kann man nur sagen, für Simulation bei 2,3 GHz und Bau der Antenne, ich fand es prima. Da ist man zufrieden. Man weiß wenigstens, was los ist. Man kann dann mit der Simulation noch checken, was bringt das, wenn man das ändert. Und der Witz ist, die Tendenz, wie sich es ändert, die findet man auch hier wieder. Allerdings natürlich von dieser Kurve aus. Ja? Schiebt es in der Frequenz ein bisschen her, schiebt es ein bisschen rauf, schiebt es ein bisschen runter. Auch wenn man also in der Simulation vorher bei ideal war und geht jetzt weg und es war nicht ideal und man schiebt es, dann passt unten. An solche Sachen muss man sich gewöhnen, dass man sagt, die Simulationsprogramme sind perfekt dazu geeignet, um Tendenzen rauszukriegen. Wie muss ich ändern, um was zu korrigieren? Das Problem ist ja nicht die Simulation, das Problem ist jetzt die Erstellung des NEC-Files. Nicht für die BiQuad, die ging relativ einfach, also hier ein Stück Draht und dann hier ein Stück Draht und dann kopieren und kopieren. Vier Drähte, die verbinden wir. Wir speisen hier in der Mitte, sieht man jetzt sehr schön mal die Erregung, die wird durch so einen violetten Bauchring angezeigt. Also, man nimmt also jetzt hier erstmal den Feed, das ist das kleine Stück, gerade Stück, wo nachher die Spannungsquelle reinkommt. Und von dessen Ende geht es weiter, immer nach dem gleichen Prinzip. Tag Nummer 1, 2, 3, 4, 5, das Speisedrähtchen braucht da bloß ein Segment, bei den anderen habe ich 8 Segmente genommen. Und jetzt muss man halt genau aufpassen mit den Koordinaten. Das nimmt einem das Programm nicht ab. Man muss jetzt denken können und sagen, von dem Punkt, der hat die Koordinaten so und so, rauf zu dem Punkt, nächste Zeile von dem Punkt, rauf zu dem. Also das muss man natürlich richtig hinmachen. Was einem erspart bleibt, ist jetzt die zweite Hälfte. Es reicht, die eine Hälfte von der BiQuad nur zu machen. Denn wir nutzen jetzt wieder unseren Geometrie-Move-Befehl und sagen, starte bei Tag 2, das war hier der erste Draht, geh um 4 Schritte weiter, das ist das Inkrement, und lege jetzt was Neues an, eine Kopie, hier ist sie, und drehe hier um 180 Grad um die Y-Achse und dadurch klappt es uns das eine Quadrat runter auf die untere Seite. Nochmal genau hingucken, ich zeige es nochmal an der hier. Also, das ist das kurze Segment zum Speisen. Das sind die 4 Segmente, die wir jetzt hier angelegt haben. Und jetzt machen wir einen Kopierbefehl und dann kopieren wir nur die 4 Drähte auf diese Seite rüber. Und damit haben wir die BiQuad. So. Jetzt kommt das theoretisch Schwierigste. Wie programmiert man den Reflektor? Gut, die Größe 130 x 130 mm, das ist einmal Wellenlänge, da sagt man sich, sollte groß genug sein, aber wie kriege ich das jetzt rein? Und da gibt es 2 Möglichkeiten. In NEC 4 und NEC 2 ist ein Zusatzprogramm drin, das heißt Build, bauen. Da sind solche Sachen drin, da kann man solche Flächen erzeugen. Nur, wenn man es zum ersten Mal macht, trifft einen der Schlag. Wirklich wahr. Und zwar deshalb, ich habe 4 mm so Drahtlänge bei den einzelnen Maschen. Das gibt sage und schreibe 2210 Zeilen. Weil jedes einzelne Drahtstückchen einzeln aufgelistet wird mit Tagnummer, Drahtradius, Startanfang, Startende. Das ist die erste Lösung. Nervenschonend. Funktioniert. Gell? Man muss lediglich dann am Anfang und am Ende einflicken unsere Antenne. Ja, Anfang und Ende die Antenne dazu flicken und unten genau aufpassen, wo speist man, weil da kommen jetzt natürlich irrsinnig Tagnummern dazu durch die 2000 Drahtstücke vom Reflektor. Und ich habe mich dann bei meinem Freund Hardy Lau, der ist Kollege in der Dualen Hochschule und sowas von einem fanatischen Neck- und Antennenbauer und Simulator, das muss man erst mal finden, ja? Den habe ich gefragt.
Und dann hat er bloß gegrinst, hat gesagt, so macht man das nicht. Dann sage ich, ja gut, wie macht man es dann? Ich habe im Internet nichts gefunden. Sagt er, findest du auch nicht. Wer es weiß, verrät es nicht. Gell? Aha, habe ich gesagt. Also, dann verrat es mir mal, dann kann ich es weitergeben. Also, hat er gesagt. Und hier gucken wir uns das mal an, wie das geht. Der sagt, definiere ein Stückchen Draht mit 4 mm Länge so, definiere ein Stückchen Draht senkrecht dazu und das Ganze in der XY-Ebene. So, und dann nimmst du wieder den GM-Befehl, diesen Kopierbefehl, und kopierst es 15 Mal. Und dann kriegen wir da so einen Weidezaun. Ahnt ihr schon, wie das weitergeht? Und dann sagt er, und dann kopierst du weiter den Zaun, kopierst du in diese Richtung 15 Mal. Und plötzlich haben wir da so ein Gitter. Und dann sagt er, und zum Schluss kopierst du dieses Gitter 4 Mal, drehst dabei jede Kopie um 90 Grad und dann hast du deinen Reflektor. Da steht man natürlich staunend da, man sagt, hätte ich nie rausgekriegt. Gell? Jetzt, nachdem ich so viel simuliert habe, würde ich sagen, irgendwann hätte ich es vielleicht auch rausgekriegt. Aber am Anfang, naja, ist so. Ich habe nochmal was zum Umlaufen, ich zeige es mal. Wer auf der Hamradio bei meinem Stand war, hat es gekannt. Damit ging das überhaupt los, sowas hatte ich gebaut. Hier ist wieder das Lambda-Vierteltöpfchen zum Symmetrieren. Wer sich ein bisschen auskennt, ahnt das schon, damit das Ding symmetrisch gespeist ist. Mein HDLau, der war gleich wieder ganz wild, sagt, aber da machen wir doch nochmal was, das lassen wir weg. Und ich zeige dir mal, wie man hier mit der Mantelwellensperre arbeitet. Ein Pfeil runter und hier Induktivität rein und so. Das ist alles zu viel für eine Einführung. Gell? Aber hier, das war der Auslöser. Auf der Hamradio hatte ich letztes Jahr meinen 2,3 Gigahertz Empfänger in Baugruppenform. Und eine Woche vorher kam ich auf die Idee, das wäre eigentlich schön, man könnte hier auch senden mit dem Sender und mit dem Ding empfangen und das mal 1-2 Meter auseinanderziehen, dass man sieht, es funktioniert. Was baue ich? Also habe ich geguckt, das erste war die Bi-Quad-Antenne, die ich gefunden habe. Und dann habe ich das Ding hier gefunden, mal gucken, ob man es so sieht. Das ist nicht nur ein einfacher Kreuzdipol, sondern der Dreh ist ein Dipol länger, der andere kürzer. Das ist ein zirkular polarisierter Kreuzdipol. Denn dadurch, dass der eine Dipol zu tief in der Frequenz ist, weil er zu lang ist, und der andere zu hoch, weisen beide in der Mitte etwa 45 Grad Phasenunterschied gegen die Mitte auf und 90 Grad zueinander. Und in dem Moment, wo ich das hier speise, dann sind also die Phasenlagen der zwei Signale an den Dipolen um 90 Grad verschoben. Dazu sind die Antennenarme auch noch um 90 Grad versetzt. Das Ding gibt also eine Zirkularstrahlung. Nur, ich hätte ja, also nach dem dritten Mal hätte ich schon fast, natürlich so, gell? So horizontal. Nächste UKW-Berichte, da ist das Ding drin, da kommt ausführlich, viel umfangreicher, 20 Seiten, gell? Mit allen Messungen und Überlegungen. Aber hier, an der Hamradio, ich habe jeglichen Stolz und jegliches Eigenlob eingebüßt, gleich beim ersten Besucher. Freitag, 9 Uhr, kam einer an den Stand, guckt sich an, war ein Holländer, sehr schön. Und da dachte ich, na, jetzt teste ich ihn mal, habe gesagt, was ist denn das? Und er fing an, kürzer, länger, Kreuzdipol, 90 Grad, das ist eine zirkular polarisierte Kreuzdipolantenne. da war ich also kuriert, Leute da irgendwie in irgendeiner Form auf den Arm zu nehmen mit dem Ding. Gell? Dann habe ich gesagt, woher kennst du das? Sagt er, ich gehe mit Antennen jeden Tag um. Ist mein tägliches Brot. Gell? Und die Nächsten, die kamen, und das ging 2 Tage so, jeder Zweite, ließ den gleichen Spruch los. Was hast du denn da für einen Hubschrauber? Immer das Gleiche. Was ist denn das für ein Hubschrauber? Auf Schwäbisch, was ist denn das für ein Hubschrauber? Gell? So etwa. Egal, welcher Landsmann kam, aha, ein Hubschrauber, aha. Und sagt, nichts Hubschrauber, Kreuzdipol. Also wer will, kann sich's angucken nochmal. Aha, Christian, guck mal auf die Uhr.
Das war das Letzte, was ich jetzt vorbereitet habe, ausführlich, wie gesagt, in den UKW-Berichten, sowohl die Kreuzdipolantenne, Teil 1, die wird vielleicht jetzt kommen, und am Teil 2 mit der Biquad, da arbeite ich noch, weil so ist das einfach, gell? Man werkelt, man diskutiert mit einem Freund da, mit Harry, der sich auskennt, na, der sagt einem, aber Junge, hier, an der Stelle, das musst du ändern. Und das führt dazu, dass man den kompletten Artikel durchfieseln muss, weil man das x-mal an der Stelle im Artikel benutzt hat. Gell? Ja. Was ist sinnvolle Quantisierung von der Wellenlänge? Sind es 20 Segmente, oder? Also, da muss man nachgucken. Es ist natürlich so, je kleiner man die Segmente macht, je kürzer, desto genauer wird es. Und im Neck steht irgendwas drin, 5%, ja, 5%. 5% der Wellenlänge, also 20 Segmente pro Wellenlänge, ist der beste Kompromiss. Wenn man weniger nimmt, wird es ungenau. Wenn man mehr nimmt, wird es so kurz, dass es Probleme gibt, interessanterweise nicht nur mit der Rechenzeit, sondern auch plötzlich, weil sich das, weiß Gott wo, an welchen Kommastellen nur unterscheidet, gell? Und wenn dann irgendwo eine Rundung reinkommt, dann wird es wieder ungenau. Also wer sich merkt, 5% der Wellenlänge, ein Segment, ja, bitte. Was ist denn das, wenn ich eine Gamma-Mensch habe? Eine Gamma-Mensch ist ja im Feld zur Wellenlänge extrem dicht am Strahler dran. Ja. Wenn die mit simulieren will, dann kann ich ja mit dieser Regel 20 Elemente nicht gut hinkommen. Also, wir haben ja gesagt, wenn die eng aufeinander sind, das kann NEC 2 nicht. Dafür wurde NEC 4 entwickelt. Also über einen Aufwand aus der Haushaltskasse von 500 Dollar kann man das simulieren. So muss man sagen. Ja? Zusatzfrage, wie ist Ihre Einschätzung bezüglich des Programms Mama Gal? Kann ich jetzt nichts dazu sagen. Also ich kenne jetzt nur EZ-NEC, weil das hatte ich mir auch mal gekauft. Aber je besser ich 4NEC 2 kennenlerne, und das geht Jahre jetzt, gell? Je mehr man macht und fragt und so weiter, desto mehr muss ich sagen, EZ-NEC hat nicht mal keine 50% der Optionen vom 4NEC 2. Und 4NEC 2 ist kostenlos. Und mein Hardy, der werkelt gerade an einem ganz verrückten Projekt. Der hat ja auf unserer Hochschule riesige Antennenrotoren für seine EME-Verbindungen gemacht und dann jetzt macht er wieder was für Kurzwelle. Der macht Bodenleitfähigkeitsmessungen mit dem VNWA 3 hat er die, glaube ich, gemacht, hat also da Ding reingehauen und gemessen, weil es natürlich gerade bei Kurzwellenantennen und ersten Kurzwellenfreak entscheidend ist, dass man, wenn es genau sein soll, die exakten Bodeneigenschaften kennt. Das eine Extrem beim Boden ist perfekt leitend, Metall oder Seewasser zum Beispiel. Das ist das eine, Extrem. Und das ist ein Kurzschluss bei der Reflexion, da dreht die Phase um 180 Grad. Gell? Ein Kurzschluss immer. Gucken Sie in den Spiegel, da ist letztlich eure linke Hand die rechte und so weiter. Gell? Ist da nicht anders? Ja, das ist so. Und bei der Antenne ist es ähnlich. Und in dem Moment, wo die Bodenleitfähigkeit schlechter wird, macht sich der kapazitive Anteil immer mehr bemerkbar. Und damit geht es plötzlich in Richtung Leerlauf oder kapazitive Belastung. Und aus der perfekten Reflexion wird irgendwas dazwischen. Und da hat er also irrsinnig Untersuchungen gemacht und hat es dann auch publiziert im Internet. Irgendeiner aus Amerika, von der Hochschule, der hat sich dann bedankt dafür. Die an Informationen und Messungen, die haben ihm gefehlt für sein Projekt. Also der ist ja nur ganz verrückt. Und der sagt, er hat also jetzt da gerade bei den Kurzwellenantennen wirklich versucht, alle Details der beteiligten Partner in ihren Eigenschaften zu erfassen. Den Boden, den Draht und da abgespannt, also setzt er da eine Load hin, das ist ein Kondensator, weil das irgend so ein Porzellanisolator ist. Und er sagt, du kannst die Simulationen fast nicht mehr von den Messergebnissen unterscheiden. Das gilt aber für jedes Simulationsprogramm. Ich mache ja auch viel mit Google Studio oder mit LT-Spice. Je genauer man die Details erfasst, das heißt, je genauer man das Modell erstellen kann, desto mehr stimmt die Simulation mit der Wirklichkeit überein. Und
wenn ich meine Leiterplatten mache oder gerade so Mikrowellenzeug entwickle, in der Zwischenzeit ist es so weit, wenn ich das ausgetüftelt habe und ich messe es und ich stelle fest, da sind 5 oder 10% Unterschied, muss ich mir Gedanken machen, was habe ich nicht genau genug berücksichtigt? Oder knobelt man und grübelt und ändert man das? Und beim zweiten Durchgang ist es so, wenn man die zweite Platine macht, da liegt man dann schon etwa so bei 1% Abweichung. Und ein richtiger Schwabe hört da noch nicht auf, gell? Der in seinem Fanatismus kommt er da gleich nach dem lieben Gott mit der Perfektion. Also ich höre dann auch erst auf, wenn ich Abweichungen im Promillebereich habe. Ja, ja, muss aber, ich habe noch ein paar Minuten, muss aber eine lustige Story erzählen. Ich habe mal Patchantennen gemacht für WLAN. Das war die Zeit, als die Laptops noch Buchsen hatten, SMA Inverse, dass man eine Antenne anschließen konnte. War ich noch in der Elektronikschule und die Kollegen haben das mitgekriegt und jeder hat so gesagt, ja, ich will das auch für meinen Laptop. Weil man kann dann über 100 Meter Entfernung plötzlich mit dem Laptop kommunizieren, wenn man sich schön ausrichtet. Also habe ich 10 Antennen machen lassen bei uns in der Werkstatt. Kollege war der Leitenblattermacher. Dann habe ich die aufgebaut, schön SMA-Buchsen von unten her. Ich messe die durch, mich trifft der Schlag. 8 stimmten, das waren 2450 Megahertz, 8 stimmten so genau, die lagen zwischen 2640 und 2940 Megahertz. 49, ich bin gleich fertig. So, und 2 lagen bei 2440, die waren 10 Megahertz zu tief. Also man zieht da an der Grenze des Wahnsinns dahin, wenn man nach den Fehlern sucht. Gell? Wirklich wahr. Ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Ich bin zum Schluss in die Schule gegangen zu meinem Martin und habe gesagt, Martin, helf mir, dass ich nicht überschnappe. Von deinen 10 Antennen stimmen 8 perfekt und 2 stimmen nicht. Und mein Martin, großer Kerle, wie Rübezahl, groß, roter Bart, rote Haare, strich sich sein Bart, so 10 Sekunden, dann sagt er, ich weiß es. Sag ich, so, helfen wir. Hat er gesagt, ist ganz einfach. Ich hatte noch so viel Material für 8 Antennen, die habe ich aus dem Blatt gemacht und da musste ich ein neues Blatt vom Rogers 4300 heißt, glaube ich, oder Rogers 4300, glaube ich, anfangen. So, und jetzt kommt der Knüller. Auf dem neuen Blatt, auf der neuen Platine war noch der Kleber von Rogers drauf. Das müssen die drauf machen. Bei jeder Charge kleben die da genau die Daten drauf, die messen sie in der Produktion und die Abweichung vom Datenblatt wird aufgedruckt. Und was war es? War natürlich genau die Abweichung laut Toleranzgrenze. Gell? Naja. So, in diesem Sinn hoffe ich, dass ich Sie jetzt alle zu fanatischen 4NEC2-Simulatoren bekehrt habe. War mir eine Freude und vielen Dank.